Was wollte tat und sprach Jesus wirklich? Quelle: jesus-forscher.de. Worte des Rabbi Jeschu. Eine Wiederherstellung. Die Engel ab Seite 55. 17. Amen. Amen. Ich soll euch sagen: Von nun an werdet ihr erleben offene Himmel und Engel Gottes, die hinauf und herabsteigen über mir. Johannes 1,51. Ein Amenwort Jeschus an seine Schüler. Gesprochen hat er es wahrscheinlich zu Beginn seiner Sendung, nicht lange nach seiner Taufe. Den gedanklichen Hintergrund zu diesem Wort liefert die nächtliche Schauung Jakobs von der Himmelsleiter, Genesis 28,12, einem Symbol für den Verkehr zwischen Jenseits und Diesseits, zwischen Gott und seinen Dienern auf der Erde. Dass Engel auf ihr hinauf und herabsteigen symbolisierte, dass sie seinen Dienern auf der Erde durch Inspiration seine Botschaften mitteilten. Auf Jeschu bezogen besagte dieses Symbol, dass es zwischen ihm und Gott eine ständige, geistige Verbindung gab, vermittelt durch Engel, die ihn inspirierten. Dafür, dass es so war, zeugen vor allem seine Sendungsworte, das heißt jene Worte, in denen er seinen Schülern mitteilte, zu welchem Zweck er auf die Erde gekommen war, nämlich um den Willen Gottes zu tun im weitesten Sinne. Es geschah wiederholt, dass er dies betonte. Zum Beispiel, als er während des Pfingstfestes in Jerusalem wegen einer Heilung am Sabbat vor Gericht stand, Johannes 5,16, und seinen schriftgelehrten Richtern antwortete, Johannes 7,16 Rückübersetzungstext: Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern sie stammt von Gott. Zu ergänzen ist noch: Wo oben mir steht, da steht in der Textvorlage der Bescheidenheitsausdruck, dem Menschensohn, eine verhüllende Umschreibung für mir. Mehr dazu auf Seite 75. 18. Hütet euch. Ihr sollt keine Kinder schänden. Amen. Amen. Ich soll euch sagen: Ihre Engel haben zu jeder Zeit Zutritt zu Abba. Matthäus 18,10. Ein Wort Jeschus an Außenstehende, verbunden mit einem Amen-Wort. Er sprach es zu Menschen, denen es offenbar zu zutrauen war, dass sie Kinder schänden. Mit dem einleitenden Hütet euch griff er eine Formel auf, mit der in der Bibel Drohungen und Warnungen eingeleitet sind, die zu überhören schwerwiegende Folgen haben würde. Wenn nicht im Leben vor dem Sterben, dann im Leben danach. Was er auf diese Formel folgen ließ, formte er sprachlich, genauso wie die Urfassung einiger der 10 Gebote geformt war. Keineswegs zufällig, sondern um damit anzudeuten, dass sein Ihr sollt keine Kinder schänden denselben Rang habe wie ihn die 10 Gebote haben über das Sterben des Menschen hinaus. Dass Jeschu sich veranlasst sah, eine ernste Warnung vor Kindesschändung auszusprechen, lässt nicht nur darauf schließen, dass auch zu seiner Zeit Kinder geschändet wurden, sondern auch darauf, dass er Kenntnis davon hatte. Sein drohender Hinweis auf die Schutzengel von Kindern, die zu jeder Zeit Zutritt zu Gott haben, besagt, dass sie jederzeit Anklage gegen Kindesschänder erheben dürften. Solche Anklagen konnten und können zwar nicht verhindern, dass Kinder geschändet wurden und werden, aber sie werden schwerwiegende Folgen haben im Leben nach dem Sterben von Kindesschändern, die sich bei ihrem persönlichen Gericht nicht lange nachdem sie gestorben sind gegen sie auswirken werden. 19. Amen. Amen. Ich soll euch sagen: Verschafft euch Freunde statt Geld, damit sie euch aufnehmen, wenn ihr sterben werdet, in ihre jenseitigen Wohnungen. Lukas 16,9. Ein Amenwort Jeschus wohl an Außenstehende. Vermutlich sprach er es zu Menschen, denen viel daran lag, sich Geld zu verschaffen. Eine typisch menschliche, oft aber auch entmenschlichende Eigenschaft. Dieses Wort beweist, dass er um die dämonische Faszination des Gelderwerbs um des Geldes willen wusste. Denn es gab sie auch in seiner Umwelt, wenn auch nicht so gut organisiert wie in unserer Zeit. Darum warnte er seine Zuhörer vor dem Gelderwerb um des Geldes willen, jedoch nicht ohne ihnen einen weit wertvolleren Gegenwert zu empfehlen: sich Engel zu Freunden zu machen. Denn wo die Macht des Geldes endet auf dem Sterbebett, da kommt die Macht der Engel zum Zuge, und zwar dadurch, dass sie den Sterbenden helfen, sich aus ihrer sterblichen Hülle zu lösen, und dadurch, dass sie vorübergehend bis ihnen die ihnen zukommenden Plätze in der geistigen Welt zugewiesen werden aufnehmen in ihre jenseitigen Wohnungen, damit sie sich erholen können von ihrem Sterben bzw. von ihrem gewaltsamen Tod. Sicherlich wird Jeschu seinen Schülern auch gesagt haben, wie sie sich Engel zu Freunden machen könnten, selbst dann, wenn der Evangelist Lukas nichts darüber verlauten ließ, nämlich auf dieselbe Weise, auf die es ihnen gelang, sich Menschen zu Freunden zu machen, durch Ansprechen, Zuwendung und Zuneigung. Dass Engel unsichtbar sind, war und ist dabei nur von geringfügiger Bedeutung. 20. Und siehe: Eines Tages geschah es. Da starb der Arme und wurde von Engeln getragen an den Busenplatz Abrahams. Lukas 16,22.
Ein Wort, das Jeschu zu vielen Zuhörern gesprochen haben wird. Im Rückübersetzungstext steht es an vierter Position im Gleichnis. Vom reichen Prasser und vom armen Lazarus, Lukas 16, 19 bis 26. Der erste Vers beschreibt das lustvolle Leben des Reichen im Diesseits. Der zweite und der dritte beschreiben das leidvolle Leben des Armen im Diesseits. Und der vierte beschreibt, was ihm im Jenseits widerfuhr. Seine Überführung an den Busenplatz Abrahams. Mit diesem Symbolbegriff drückte Jeschu aus, dass der Arme im Jenseits eine Umkehrung seines Geschicks erlebte, jedoch nicht, weil er ein gelähmter, hungriger, von einer Hautkrankheit befallener Bettler war. Sondern weil er ein Prototyp des Gerechten war, des Frommen, der sein leidvolles Leben klaglos ertrug, ohne Gott für seine Leiden verantwortlich zu machen. Zu ergänzen ist hierzu, obwohl der obige Vers Teil eines Gleichnisses ist, ist ihm dennoch Folgendes mit Sicherheit zu entnehmen. Erste, dass nach Jeschu mit dem Gestorbensein eines Menschen nicht alles aus und vorbei ist. Zweite, dass nach seinem Sterben kein Todesschlaf bis zum jüngsten Gericht folgt. Dritte, dass unmittelbar nach dem diesseitigen Leben ein jenseitiges Leben folgt. Vierte, dass beim Übergang von diesem zu jenem Leben, im Normalfall, helfende und begleitende Engel dabei sind. Mehr dazu auf den Seiten 184 bis 185. So wie Jeschu diesen Gedankengang vorgetragen hat, ist er begründet in der für alle Menschen gültigen Rechtsordnung Gottes, ob sie das wahrhaben wollen oder nicht. 21. Amen. Amen. Ich soll euch sagen, jeder, der sich zu mir bekennen wird, vor den Menschen, zu ihm werde ich mich bekennen, vor den Richterengeln. Jemand aber, der mich verleugnen wird, vor den Menschen, ihn werde ich verleugnen, vor den Richterengeln. Matthäus 10, 32, 33 bzw. Lukas 12, 8, 9, kombiniert. Ein Amenwort Jeschus an seine Schüler. Mit ihm wollte er sie auf einen Tat- und Tatfolge-Zusammenhang hinweisen, der speziell für sie weitreichende Bedeutung haben werde. Wer ermächtigt war, so zu sprechen, wie Jeschu in diesem Wort sprach, der musste Gott sehr nahe stehen, jedoch ohne Gott gleich zu sein. Denn wenn er Gott gleich gewesen wäre, dann hätte er die Vollmacht von Richterengeln nicht anzuerkennen brauchen, denen er als Anwalt seiner Schüler behilflich sein sollte. Und zwar dadurch, dass er sich zu denen bekannte, die sich zu ihm bekannt hatten, und dass er die verleugnete, die ihn verleugnet hatten. War er demnach zwar nicht Gott gleich, stand ihm aber sehr nahe, dann muss er nach dem Zeugnis von Simon bzw. Petrus, Jakobus und Johannes der gewesen sein, von dem die Himmelsstimme sagte, MT 17, 5, 16, 18, Rückübersetzungstext. Dies ist er, mein Sohn, mein einzigartiger, er, an dem mein Selbst wohlgefallen hat. Gehorcht ihm, denn er ist der Fels. Auf diesem Felsen werde ich meinen Tempel bauen. Ihn können sie nicht überwältigen, die Torhüter der Unterwelt. Mit diesem Text schloss sich der Gedankenkreis, demzufolge Jeschu der einzigartige Sohn Gottes ist, nicht aber Gott. 22. Die tauglich geworden sind für jene Welt. Sie können nicht mehr sterben, weil sie wieder wie die Engel sind. Lukas 20, 35, 36. Ein Wort Jeschus an Sadduzäer. Von ihnen wusste er, dass sie die Existenz von Engeln und die Wiederbelebung von Toten bestritten. Wohlgemerkt, Wiederbelebung. Denn den Begriff Auferstehung gab es im Aramäischen nicht. Nach diesem Wort Jeschus gibt es zwei Welten, diese, materielle, Welt, in der er lebte, als er es sprach, und jene, geistige, Welt, in der er gelebt hatte, bevor er in diese Welt kam. Daher wusste er aus eigener Anschauung, wie die Engel beschaffen sind. Dass sie Geistwesen sind, deren geistige Körper nicht sterben können wie die materiellen Körper der Menschen, weil sie nicht gezeugt und geboren worden sind wie die der Menschen. Es war dieses Wissen um die Beschaffenheit der Engel und der Menschen, dass auch sie eingekörperte Geistwesen sind, aufgrund dessen er behaupten konnte, sie würden wieder wie die Engel sein, jedoch erst, wenn sie tauglich geworden seien für jene Welt. Das heißt für die Himmelsherrschaft, wie er sie sonst mit Rücksicht auf den niedrigen Bildungsstand seiner Zuhörer zu nennen pflegte. Hier dagegen, wo er sich mit Sadduzäern auseinandersetzte, mit Angehörigen der Oberschicht, sagte er stattdessen jene Welt. Bemerkenswert war dabei die Souveränität, mit der Jeschu zu ihnen von Engeln sprach, obwohl er wusste, dass sie deren Existenz leugneten. Übrigens, in seinem Streitgespräch mit ihnen zogen die Sadduzäer eindeutig den Kürzeren. Selbstverständlich, weil sie seinem Scharfsinn nicht gewachsen waren.